So, da bin ich wieder und mir darf jetzt kein Fehler unterlaufen. Keinen einzigen. Das ist doof. Na egal, wir schaffen das schon. Okay. Wenn nicht, dann mache ich es halt einfach noch alles nochmal ohne euch offscreen. Ha. Gut. Okay. Wie da mein Spiel verbuggt ist, nehme ich trotzdem die Munitions einfach mit. Denn dieses liegt da ja nicht ohne Grund hier. Okay, auf jeden Fall ist jetzt hier das Ding offen und wir können das Wasser endgültig ablassen. Muss ich noch richtig an das Seil springen. Gut. Okay, gut, 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 gut. Wir haben es gleich geschafft. Gott sei Dank. Das war ja eine Geburt. So ein kleiner Unterschied einfach ausmachen kann, nicht wahr? Ja, okay. Taps. Hochziehen. So. Lassen wir das Wasser raus. Ich frage mich nur gerade, ob das überhaupt geklappt hat. Wie komme ich jetzt auf den sichersten Weg jetzt nach unten? Mit dem Seil, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mir ganz sicher, mit dem Seil ist am schlechtesten. Ich könnte jetzt versuchen zu speichern, denn mehr könnte jetzt eigentlich nicht mehr ändern in diesem Raum hier. Speichern wir einfach mal. Okay, ich habe es auf gut Glück erwischt. Warum habe ich gerade so ein Glück? Okay. Beschweren wir uns einfach nicht, ob wir das Glück haben. Hopp, 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 hopp. So. So, jetzt sind wir sicher unten angekommen. Puh. Zum Glück finden wir hier ein weiteres großes Medipack. Und können hier jetzt seinen Schlüssel mitnehmen. Oh je, Mini, das war ein Abenteuer. Und wo geht's jetzt lang? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich denke hier, weil das sieht verdächtig aus. Okay. Alles klar. Kann ich dich wegschieben? Nö. Und schon wieder hängig. Das gibt's doch nicht. Komm, du doofes Artefakt. Nö. Lara, sowas ist Schwachsinn. Sag bloß, ich habe das Spiel jetzt schon wieder gebuggt. Also sowas. Hm.
Jetzt einfach mal nochmal oben, vielleicht habe ich oben was vergessen. Hüpfen, hüpfen und hüpfen. Also irgendwie ist dieser Abschnitt total verbuggt, also keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich kann es verstehen, es ist altes Spiel. Und ich spiele es auf dem PC. Und ja. So. Und ja, was weiß ich. Warum habe ich es nicht gleich auf der PlayStation gezockt? Kann mir das dann erklären? Nein. Okay, egal. Wir schaffen das schon irgendwie. Irgendwie, irgendwo. Schaffen wir alles. Schwingen wir uns nochmal hier rüber. Vielleicht finden wir oben eine Lösung. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Das war jetzt ziemlich dumm, aber egal. Ja, jetzt hat sich was geöffnet. Ihr habt's gehört, ich hab's gehört. Und es ist dieses Ding. Oh. Okay, gut. Zum Glück, sonst hätte ich jetzt gedacht, ich muss den Abschnitt nochmal neu starten. Oh. Aber dafür ist das Wasser wieder da. Was passiert, wenn ich jetzt lade? Das Wasser ist wieder da. Deaktiviere es, bitte. Nee, das Wasser bleibt da. Okay. Jetzt habe ich das Spiel verpackt. 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 Ja, was auch immer. Okay. Hüpf an das Seil. Sicher. Gut. Alter, das ist ja nervenauftreibend. Nervenauftreibend hoch 3. Also, ich würde mir sowas nie ausdenken als Entwickler. Und das Spiel einfach, das, wo sich der Gegner das Spiel selber verbacken kann. Also, was weiß ich, warum das so ist. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich das gespielt habe auf dem PC, ist mir das passiert. Mir ist auf der PlayStation ist mir nicht wirklich passiert, da war ich irgendwie besser, keine Ahnung. Da habe ich, was auch immer, dass ich da angestellt habe, auf jeden Fall war ich besser. Ich würde sagen, mein Video ist vorbei, schätze ich mal ganz stark. Okay, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, ciao.